Boah, das ich war echt im Endeffekt mega überrascht. Junge, 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 was ist denn hier wieder schiefgegangen? Das Geile ist einfach mit dem Einklang mit der Natur zu sein. Heute bei mir Marco Lufen. Marco, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist jetzt ja gerade, wo genau? Also ich bin gerade in Rotterdam hier. Ich studiere an der Erasmus-Universität in Rotterdam, mache hier gerade meinen Master und bin dementsprechend gerade in Holland und sitze hier in meinem Zimmer und draußen regnet es aus Eimern. Und draußen regnet es aus Eimern. Gut, bei uns sieht es nicht anders aus, aber der Frühling kommt ja und dann soll das für dich auch bald mal wieder rausgehen. Ich habe jetzt ein paar Fragen für dich, Marco. Die erste Frage wäre an dich, was bringt dich denn eigentlich dazu, alles für deinen Sport zu geben? Die pure Leidenschaft einfach. Wenn man das einmal erlebt hat, dieses Gefühl vom Gleiten, auf dem Wasser zu schweben und mit der Natur eins zu sein, wenn man das einmal erfahren hat, ist das wie so eine, ja, also ich war noch nie abhängig von irgendwelchen Substanzen, aber ich würde es als Sucht beschreiben. Okay. Also man will es immer wieder, dieses Gefühl immer wieder erfahren und einfach immer wieder sich neuen Herausforderungen stellen. Und einfach, das Geile ist einfach mit dem Einklang mit der Natur zu sein. Das ist einfach ein riesengroßer Punkt. Okay. Und warum machst du das genau? Also was gibt dir das? Was gibt mir das? Ja, ich würde es in gewisser Weise beschreiben mit ein bisschen Freiheit. Du hast keine Vorgaben quasi auf dem Wasser, gerade auch die Disziplin Freestyle Windsurfen, die ich ausübe, ist ein bisschen die Verwirklichung deines eigenen Ich kann manchmal gar nicht mehr Deutsch reden. Ich bin ein bisschen auf die Sprünge. das eigene Selbstbild, sagen wir mal, zu verwirklichen nachher auf dem Wasser und einfach frei zu sein und einfach auf sich alleine gestellt zu sein und nicht irgendwelche anderen Leute, die dir von draußen irgendwie mal reinquatschen oder so, weil in dem Augenblick bist es einfach du gegen den Rest. Okay. Ja. Gut. Wie sieht es denn für dich aus? Ich habe ja auch mal ein bisschen geguckt, was du so machst und dass du hier im Weltcup auch letztes Jahr noch unter den Top 20 warst. Ja. Und es ist ja immer so, dieser Begriff Erfolg, gibt es ja viele Definitionen davon. Ja. Wie würdest du denn für dich persönlich Erfolg definieren? Also als kleiner Junge habe ich mir immer das Ziel gesteckt, ich möchte irgendwann mal auf der World Tour mitfahren, bei den weltbesten Windsurfern. Und das mache ich jetzt schon seit 4 Jahren. Und wenn ich mir das Ziel immer wieder vor Augen halte, ist eigentlich, habe ich schon eigentlich das eigentlich alles erreicht, was ich irgendwie mal erreichen wollte. Und die Platzierungen sind für mich eigentlich, muss ich sagen, eigentlich fast eher sekundär manchmal. Man möchte immer sich messen, anders würde ich ja nicht an den Wettkämpfen teilnehmen, man will sich mit den Weltbesten messen, man möchte einfach sehen, wo steht man im internationalen Vergleich mit anderen. Aber das ist so ein, wie soll ich das sagen, mit dem Erreichen unter diesem, in dem Kader mitzusurfen unter den Weltbesten, das ist eigentlich schon, war immer mein Traum und ich habe den jetzt seit 4 Jahren, sagen wir mal, quasi in Erfüllung gebracht und ist einfach nur Hammer. So, geil. Okay, geil. Und so würde ich den Erfolg für mich, sagen wir mal, definieren, sagen wir mal so. Mhm. Dann bei der nächsten Frage hast du sie wahrscheinlich schon fast beantwortet, aber vielleicht ist es doch was anderes. Bist du denn erfolgreich? Jetzt? Für die Außenwelt oder für mich selber? Für dich selber. Ja, auf jeden Fall. Ich bin einer der wenigsten, die neben dem Windsurfen noch eine, ja, sagen wir mal, akademische Ausbildung, das klingt jetzt ein bisschen hochnäsig, aber ich würde sagen, einen anderen Weg eingeschlagen hat, wo man sich noch, sagen wir mal, ein zweites Standbein aufbaut. Und dadurch kann ich manchmal mich nicht zu 100%ig auf die ganzen Sachen konzentrieren, wie ich es eigentlich manchmal mir wünschen würde. Aber es ist für mich eigentlich
für mich selber, weil ich eher ein Sicherheitsfanatiker bin, dann Absicherung für die spätere Laufbahn, weil man weiß nie, was kommen kann in der Zukunft. Und das ist immer so ein Faktor, der bei mir noch im Hinterkopf mitspielt. Aber ich bin für mich selber, würde ich sagen, auf jeden Fall erfolgreich. Und ich hoffe, dass die Außenwelt das aussieht. Ja. Gerade wenn du jetzt von der Außenwelt sprichst, hast du ja selber gesagt, für die Außenwelt oder für dich selber, würde mich jetzt mal interessieren, wie gehst du denn mit Erwartungen anderer Menschen um? Also jetzt beispielsweise mal Erwartungen deiner Familie. Du lebst ja schon zwei Leben. Du lebst ja auf der einen Seite dieses Windsurferleben und auf der anderen Seite, was du selber schon gesagt hast, studierst du jetzt und gehst du eher diesen akademischen Weg noch parallel? Wie gehst du dann mit den Erwartungen um? Also grundsätzlich habe ich keine Erwartungen, also von meinen Eltern wirklich, die sagen jetzt so, Marco, du musst das und das machen und wenn nicht, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Also meine Eltern haben mich immer frei laufen lassen und haben mir immer eigentlich den Spielraum gegeben, den ich eigentlich brauchte, um mich eventuell auch selbst zu entwickeln und haben mir nie irgendwie eine Ausgangssperre gegeben oder haben gesagt, nee, das darfst du jetzt nicht machen, sondern ich habe eigentlich alle, also meine Eltern sind einfach Wahnsinn, ohne die würde ich auch jetzt gerade nicht hier einfach mal so sein oder an dem Punkt sein in meinem Leben, wo ich jetzt gerade bin. Nach außen hin natürlich, manchmal denken immer alle, boah, geil, Profi-Windsurfen ist immer das Schönste der Welt, du bist immer an den geilsten Stränden, du hast immer, ja, weiß nicht, man stellt sich das ja immer sehr, sehr relaxed, sehr, sehr entspannt und sehr, sehr, ja, dieser Mythos Surfen oder dieses coole, dieses vibe-mäßige Surfer-Lifestyle, keine Ahnung, wie man sich das vorstellt, aber letztendlich ist das auch halt mit trainieren und verbunden und einfach sich vorzubereiten auf die Wettkämpfe. Es ist nicht mal eben so, dass ja, ich spreche jetzt mal auf dem Brett und mache mal ein paar Manöver. Die muss man sich auch irgendwie gewisserweise dann erarbeiten und klar, das ist die Leidenschaft, da arbeitet man dran, das macht einem auch Spaß, an den Manövern dann zu arbeiten. Aber da gehört auch in gewisser Weise Disziplin und einfach, ja, man muss es wirklich wollen, um das Ganze durchzuführen. Und das sieht die Außenwelt, finde ich manchmal, ist es sehr oberflächlich, wird es gesehen, so, ja, du hast sowieso immer das coolste Leben und bla bla bla. Und die denken immer alle, man würde nur auf Wolke 7 schweben. Aber dass man nebenbei auch noch andere Dinge macht und ja, sich auch da wirklich drauf vorbereiten muss und intensiv auch eine Trainingsphase durchlaufen muss, das sehen die wenigsten manchmal, habe ich das Gefühl. Mhm. Wie ist es denn mit diesen Erwartungen deiner Sponsoren? Da kommen wir auch an den Punkt. Ich meine, du musst ja auch viel trainieren. Du hast ja diese zwei Leben, die du auch führst. Wie gehst du mit den Erwartungen? Du hast ja einige Sponsoren auch. Wie gehst du mit den Erwartungen der Sponsoren um? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gegenüber meinen Sponsoren eigentlich ein mega gutes Verhältnis mit allen. Und habe das auch, ich kommuniziere das auch, würde ich sagen, relativ klar mit meinen Sponsoren. Das hoffe ich jetzt. Ich hoffe, dass sie das irgendwann auch mal lesen, das Interview jetzt. dass ich sage halt, ich werde halt wahrscheinlich niemals ein Kandidat sein, der, sagen wir mal, die Top 3 der Windsurf-Weltelite, der das schaffen wird, weil ich da einfach zu wenig Trainingszeit für habe. Aber ich denke mal, das Gesicht von der Marke muss jetzt nicht immer der absolute beste Profi-Windsurfer sein, der die krankesten Manöver macht, unter den Top 3 sein, sondern es gehört ja auch ein ganz anderer, ja, auch ein weltoffene Menschen, die auf Menschen zugehen, mit Leuten quatschen, über Materialsachen reden, über die eine positive Ausstrahlung haben, die ja, das habe ich jetzt auch in meinem Marketingstudium so ein bisschen gelernt, dass es einfach manchmal noch viel mehr wert ist, als einfach jemanden zu haben, der die krassesten Tricks in den ersten drei mitfährt. Natürlich, klar, ist das zwangsläufig der Fall, weil man dann viel mehr Medien Aufmerksamkeit kriegt und die Marken stehen immer wieder im Fokus, wenn man auf Interviews, auf Fotos, in Magazinen zu sehen ist, wenn man unter den ersten drei ist, gar keine Frage. Aber es kauft sich ja nicht jeder Sportler immer, ist so direkt in die Branche entwickelt, dass der allen Sachen folgt, sondern es gibt auch ganz viele Otto-Normalverbraucher, die einfach am Wochenende beispielsweise in Holland einfach ein bisschen Windsurfen gehen und die sich gar nicht mit dem ganzen anderen Krimskrams da auskennen und auch überhaupt, die wissen auch gar nicht, was man für Manöver macht oder die sehen das gar nicht so. Und da finde ich es manchmal so ein Marken-Ambassador, der eine positive Ausstrahlung hat, finde ich für eine Marke manchmal fast noch viel mehr wert.
Okay, also siehst du auch dann deine Position? So würde ich auch. Erwartung der Sponsoren genau in dem Bereich, den du jetzt beschrieben hast? Ja, die letzten Jahre auf jeden Fall, weil ich durch das Studium halt immer, sagen wir mal, quasi gebremst war, auf hohem Niveau mitzufahren. Und was heißt nicht gebremst war, aber ich denke, dass ich bessere Platzierungen hätte einfahren können, hätte ich mich zu 100% konzentriert und hätte ich mehr Trainingszeit gehabt. Okay. Aber nicht habe und gewisserweise kompensieren muss, habe ich mich oder denke ich mal, ist mein Mehrwert für die Sponsoren in dem Bereich, den ich eben beschrieben habe. Okay. Du hast ja gesagt, ab Juni bist du dann ungefähr fertig. Ja. Mit dem Studium. Wie sind denn die Erwartungen an dich selber? Die Erwartungen an mich selber, also das größte Ding ist jetzt erstmal, dass ich diesen Master hier abschließe und dass ich erstmal diesen Schein, die Lizenz zum Töten in der Tasche habe. Und dann fühle ich mich auch erstmal wieder so ein bisschen, ja, quasi frei, sagen wir mal. Und kann dann den Weg bestreiten, wo ich mich auch selber dann sehe. Mhm. Es ist ziemlich schwierig zu sagen, wo man sich selber oder wo man sich gerne sieht. Natürlich, ich sehe mich gerne auf dem Wasser, am Strand, wo es warm ist, irgendwo zum Windsurfen. Aber ich möchte auch in gewisser Weise irgendwas erreichen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie nachher Hängematten verkaufen am Strand, wenn ich 50 bin oder Kokosnüsse oder Kamele züchten. Ich möchte auch irgendwie was ja nachhaltig irgendwie der Menschheit oder dem Sport auch zurückgeben und einfach ein bisschen wie nennt man das, Responsibility auf Deutsch? Verantwortungsbewusstsein. Das wollte ich sagen, genau. Verantwortungsbewusst und einfach auch die aktuell die Verschmutzung der Weltmeere, das ist doch einfach krass, dass einfach in den Weltmeeren einfach Quadratkilometer große Müllteppiche schweben, treiben, so sagen wir es. Das kann ja auch, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Ich meine, wenn man so diese Konsumgesellschaft oder den Kapitalismus so weiter ausübt, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal heftige, ja, Auseinandersetzungen haben und auch Konflikte auch in Sachen Trinkwasser oder Ressourcen, die knapp werden. Ich denke mal, da muss man in den nächsten Jahren viel tun. Und da siehst du auch deine Position drin, dass du da Verantwortung übernimmst? Ich würde da, also ich aktuell sind mir noch ein bisschen halt die Hände gebunden in dem Studienbereich. Das ist erstmal jetzt das Ziel Nummer eins. Aber danach werde ich mich schon, also ist das schon Ziel eigentlich, mich in die Richtung zu orientieren. Okay. Ja, interessant. Da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ich kann natürlich nichts garantieren. Ich meine, das würde ich gerne, das hab, also wenn ich mir das Ganze halt angucke, ist halt absolut pervers, was eigentlich heutzutage auf dem Kontinent abgeht. Okay. Jetzt hast du schon einige Punkte angesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, du bist ja beim Windsurfen auch diesen Naturgewalten voll ausgesetzt. Ja. Und ich habe mal auch in dem Nine Till Now auch gesehen, wo du gesagt hast, du siehst oder hörst nur diesen Wind und dich zieht schon wieder aus. Also das ist so in dir kribbelt. Wie ist es denn für dich? Wie gehst du denn mit so brenzlichen Situationen um? Also Situationen, in denen du vielleicht auch Angst verspürst? Kannst du das näher beschreiben? Welche Situation mit Angst ist relativ grob? Okay. Weitläufig. Ist weitläufig. Also ich weiß ja nicht, in welchen Situationen du bisher warst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht ab und zu mal brenzlig war. Wenn du draußen auf den Wellen bist und draußen im Meer, bist du da schon mal in eine Situation gekommen? Ja, ich... In der du einmal eine Situation, nach einem Manöver bin ich auf dem Rücken gelandet, aus ein paar Metern Höhe und dann konnte ich nicht mehr atmen. Mhm. Ein paar Sekunden lang und bin dann ja schrockartig aufgewacht. Also, wo, was ist jetzt hier eigentlich los? Und war, ja, wär das ein bisschen, hätte das länger gedauert, wäre ich wahrscheinlich auch ertrunken. Danach hat man schon manchmal eine gewisse Hemmschwelle, was manche Manöver angeht. Und da denkt man dann schon im Endeffekt drüber nach, so ja, okay, wenn ich das jetzt nochmal so mache, könnte das auch so nochmal passieren, dass ich eventuell irgendwann mal das Augenlicht verliere. Mhm. Ich bin wahrscheinlich an verschiedene Manöver danach, genau aus Windsurfen bezogen, jetzt nicht auf irgendwas anderes, bin ich vorsichtiger herangegangen und man braucht erst wieder so eine Zeit, um wieder Sicherheit aufzubauen und mehrere Sessions, damit man ja, sich einfach wieder sicher im eigenen Feld fühlt. Aber jetzt im Umgang mit anderen Situationen, auch im Alltag,
Ja, ich glaube, wichtig ist manchmal, dass man einfach einen Schritt zurück macht und einfach reflektiert über Dinge, die einfach passiert sind, dann einfach die sich nochmal vor Augen Revue passieren lässt und dort versuchen einfach, ja, was ist da eigentlich vorgegangen? Halt nochmal in die Tiefe gehen im Nachhinein, einfach im Bett, wenn man kurz vorm Einschlafen ist, einfach nochmal zu hinterfragen, ja, was ging da eigentlich in mir ab oder wieso, was hat die Situation mit mir gemacht und wieso habe ich genau in dem Augenblick so gehandelt und nicht anders? Und das Ganze nochmal zu hinterfragen und dann auch ein bisschen seiner Persönlichkeit wahrscheinlich auch näher zu kommen. Okay. Das heißt, wie gehst du dann damit um? Also wenn du wieder in die Situation kommst, du hast gerade gemeint, dann tastest du dich langsam wieder ran. Ist es dann so deine Struktur, wenn du beispielsweise mit der Situation so umgehst, wenn du auf den Rücken fällst und erstmal... Ja, ich denke, ich bin jetzt nicht das Typen, die dann sofort nochmal das Ganze probieren, bis auf der Teufel komm raus. Und da würde ich jetzt mich jetzt eigentlich eher in die Kategorie Sicherheit, sagen wir mal, eher verfrachten, wo ich sage, so ja, dann nehme ich ein bisschen Gas zurück und dann Step by Step taste ich mich wieder an das Level heran, um dann nochmal den Versuch zu wagen. Okay. Interessant. Also eigentlich eher so ein bisschen risk averse. Okay. Erst einmal ein bisschen rausgehen, um dann aber wieder reinzugehen. Das heißt, du umgehst es nicht, sondern du gehst dann auch wieder an diesen Punkt. Ja. Okay, super. Last but not least, die letzte Frage. Beziehungsweise hätte ich gerne eigentlich nur drei Punkte von dir gewusst, die dich glücklich machen. Oder drei Dinge, drei Momente. Momente in meiner Vergangenheit oder Punkte? Jetzt für dich. Was jetzt, was für mich jetzt Glück bedeutet? Ja. Boah, das... Oder was dich glücklich macht. Ich meine, es kann auch sein, Schokocreme am Sonnenuntergang. Nutella? Das kann irgendwo fehlen. was macht mich noch glücklich? Ich gehe auch sehr gerne Wellenreiten, eine richtig geile Welle in Boardshorts irgendwo in Indonesien abzureiten, von einem Palmenhintergrund, das würde mich schon anmachen oder würde mich glücklich machen. Ja, und einfach halt auch Freunde zu haben, also gute Freunde, soziale Kontakte, ein Backup haben, mit Leuten, denen man reden kann, weil das muss ich sagen, das geht irgendwie durch diesen globalen Aspekt, dass immer Leute überall und nirgendwo quasi sind, dass man diese engen Freundschaften, die man vor, sagen wir mal, in der Schulzeit aufgebaut hat, dass es manchmal schade ist, dass man die Leute nicht öfters mal sieht, weil es einfach jeder, sagen wir mal, dieser Individualismus der Western Civilization irgendwie zunimmt. Und jeder einfach nur noch auf sich selber guckt und einfach auch nicht mehr nach links und rechts, sondern einmal der auf die anderen Rücksicht nimmt und die vielleicht auch nochmal ja, unterstützt oder mal nachfragt. Und das finde ich manchmal dieses Menschliche, das geht manchmal geht verloren. Deswegen finde ich, wäre der dritte Punkt, der mich glücklich machen würde, wäre ja soziale Kontakte einfach. Okay. Ja. Das war's auch schon. Vielen lieben Dank, Marco. Danke für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Ja, kein Problem.